Hey, schön, dass du reingeklickt hast in unseren Kindergottesdienst oder Kinderstunde am Karfreitag. Heute ist ein besonderer Tag, weil Feiertag ist und bald Ostern. Leider dies Jahr ein bisschen anders. Aber schön, dass wir zusammen die nächsten Minuten verbringen können und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir jetzt eine Online-Kinderstunde haben können. Und ich möchte dich bitten, dass du bei mir hier bist und auch bei all den Kindern da draußen, die vor dem Bildschirm sitzen und das anschauen. Amen. Jetzt geht's gleich weiter mit dem ersten Lied, das wir heute zweimal singen. Schaut mal rein, ich habe es mit Irina wieder eingespielt und wir haben viel Freude dabei gehabt. Und jetzt dürft ihr mitsingen. Das Lied Jesus starb für mich ist eine Abwandlung von dem Lied, das heißt eigentlich Jesus kam für dich. Aber wir haben es für Karfreitag mal umgeändert. Und später werden wir das Lied nochmal singen in einer ganz besonderen Form. Und da gibt es auch Bewegungen dazu. Aber als erstes wollen wir mal den Text kennenlernen. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter der Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Er ist Herr der ganzen Welt, darum mach dich auf den Weg. Wer ihn sucht, der will ihn finden. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Für die Schuld der ganzen Welt machte er sich auf den Weg, starb am Kreuz, damit wir leben. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Super, jetzt habt ihr schon mal die Bewegung gesehen, später noch einmal. Heute ist ja echt ein schwerer Tag. Man trägt so dunkle Kleidung, weil es geht um den Tod von Jesus. Und wir schauen noch mal rein in die Geschichte von diesem Jesus. Was ist da eigentlich genau passiert? Jesus verbrachte noch seinen letzten Abend mit seinen Jüngern beim Abendessen. Das sogenannte Abendmahl. Dann später am Abend gingen sie weiter in den Garten Gethsemane. Dort betete Jesus, während seine Jünger eigentlich wachen sollten, aber doch einschliefen. Jesus betete, Gott, lass das an mir vorbeigehen, das, was kommen wird, die Kreuzigung, seinen eigenen Tod. Doch dann kamen Soldaten und brachten Jesus in den Palast des Hohenpriesters. Dort saßen die Ältesten des jüdischen Volkes, die führenden Priester und die Schriftgelehrten, also die ganz Klugen des Landes. Und sie fragten Jesus, bist du der Messias? Und Jesus sagte nur, ja, ihr sagt es, so ist es auch. Und die ganzen Menschen waren sich einig, sie wollten Jesus loswerden und brachten ihn zu Pilatus. Der solle Jesus verurteilen. Doch Pilatus fand keinen Grund, warum man Jesus hätte töten sollen. Und doch ließ er es zu, denn die Menschenmassen im Palast riefen, weg mit ihm, weg mit Jesus. Und so wurde Jesus ausgepeitscht, bespuckt und abgeführt. Draußen vor der Stadt wurde er wie ein Schwerverbrecher an ein Holzkreuz genagelt. Am Kreuz sagte Jesus noch, vergib all diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er meinte damit, dass er für die Menschen gestorben war.
Jetzt haben wir nochmal gesehen, warum heute Karfreitag ist und warum dieser Tag ein Feiertag ist. Wir denken an diesen Jesus, an diese Geschichte, wo Jesus gekreuzigt wurde. Aber wer Jesus wirklich kennt, wer Jesus schon von der Kinderstunde kennt oder von der Jungschau oder von einfach Kinderbibeln, der weiß, dass Jesus eigentlich ganz schön viel kann. Er hat ganz schön viele Kraft und hat ganz schön viele Mächte und kann ganz schön viele Wunder tun, oder nicht? Ihr habt doch bestimmt schon mal eine Wundergeschichte von Jesus gehört und eigentlich könnte Jesus auch hier ein Wunder tun. Ich zeige euch das mal. Ich verwandle mich mal wieder in diesen Jesus. Ja, das geht doch ganz einfach, diese Verwandlung. Ihr wisst das vom letzten Video. Einmal hüpfen und schon ist man jemand anders. Ja, und schon bin ich Jesus und kann jetzt zu euch sprechen, wie wenn ich Jesus wäre. Das ist... Hä? Das ist ja ganz falsches Outfit. Holzfällerhemd, das passt doch überhaupt nicht. Sag mal, das passt überhaupt nicht zu Karfreitag und zu Jesus sowieso. Das muss ich mich wohl selber an... Da liegt's ja noch. Hier, das Gewand von Jesus. Das muss ich jetzt selber anziehen. Na toll. Da habe ich gedacht, das geht so einfach, aber geht's wohl nicht, ne? Na gut, okay. Dann ziehen wir es halt mal an. Und fertig. Aber dieser Jesus, der war ganz schön groß für dieses Gewand. Oder ich bin zu klein, ne? Der hängt so ein bisschen wie ein Sack. Naja, aber ich wollte ja nur was zeigen. Jesus ist ja meistens so abgebildet mit einem weißen, langen Gewand, fast wie ein Engel. Und wenn Jesus eigentlich diese Macht hatte, die wir kennen von diesen ganzen biblischen Geschichten, dann ist uns doch eins klar, Jesus kann Wunder tun. Und Jesus kann, ich sag's mal so, einfach verschwinden. Jesus könnte, er hätte die Macht dazu, einfach zu sagen, ich hau ab. Ich lasse mich nicht ein auf dieses Kreuz. Ich lasse mich nicht darauf ein, dass diese Römer und dass all die Leute mich ans Kreuz nageln und dass ich sterben muss. Ich habe die Macht, all das wegzuwischen, all das nicht sein zu lassen, sondern ich kann einfach gehen und ich bin frei und schön raus. Ich will es dir mal zeigen. Jesus hat die Macht, mit einem Klatscher, mit einem Klaps einfach zu verschwinden. Wow, ist das nicht krass? Jesus hätte einfach verschwinden können. Er hätte sich können einfach in Luft auflösen. Wenn Jesus das machen hätte können, warum hat er es nicht gemacht? Das ist eine große Frage. Warum ist er dann drin geblieben? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Warum hat er das alles mit sich machen lassen? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus es wollte. Weil dieses Kreuz, dieses Sterben hat etwas ganz Grundlegendes verändert. Es hat was ganz Großes verändert in dieser Welt. Deswegen hat er Jesus gesagt, ich möchte das machen, ich möchte diesen Weg gehen, auch wenn er ganz, ganz, ganz schwer ist. Auch wenn ich abhauen könnte, auch wenn ich wegrennen könnte, ich will es trotzdem machen. So, jetzt habe ich euch zwei Stühle hier aufgebaut, ganz flicks. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum Jesus eigentlich gestorben ist, warum er das wollte, warum er für dich und für mich sterben wollte. Ich sage es euch so, wir kennen das zurzeit, man hält Distanz. Man ist zum Beispiel hier, ein Enkelkind ist hier und darf nicht zum Opa gehen. Opa ist hier und man muss Abstand halten, man darf sich nicht begegnen, man darf nicht zusammen in einem Raum sein und so. Und so ist es bei Gott und den Menschen auch gewesen. Die Menschen saßen hier. Und sie konnten nicht darüber gehen. Und es ist eigentlich gar nicht so gedacht gewesen, dass Mensch und Gott so getrennt sind. Aber wisst ihr, Jesus hat etwas verändert und ich muss was holen. Was ganz Entscheidendes muss ich holen. Und zwar das Kreuz. Wisst ihr, das Kreuz hat was verändert. Jesus ist gestorben und es hat etwas verändert mit der Situation von Mensch und Gott. Dass die zwei sind jetzt getrennt noch, aber Jesus hat da eine Veränderung gebracht. Und zwar ist es so gewesen, das Kreuz hat also eine Brücke gebaut zwischen Mensch und Gott. Und jetzt auf einmal konnte der Schuhe aus Mensch zu Gott laufen. Und deswegen gibt es jetzt die Verbindung. Und das ist der Grund, warum Jesus sterben wollte. Er wollte, dass die Menschen und Gott, dass die zusammenkommen. Dass da eine Brücke da ist.
Jesus ist diesen schweren, schweren Weg gegangen, damit Gott so dastehen kann und sagen kann, Kinder, kommt zu mir. Wir können uns umarmen. Genau deswegen singen wir in dem Lied, danke Jesus, dass du für mich starbst. Jesus starb für mich, Jesus starb für dich, Jesus starb für uns. Und ich freue mich deswegen, weil er das getan hat. Deswegen kann ich zu Gott kommen. Deswegen darf ich bei Jesus sein. Und jetzt schauen wir mal zu Leo rüber. Ich weiß, ihr habt ihn schon vermisst. Jetzt kommt Leo. Ich muss schon wieder alleine spielen. Das macht gar keinen Spaß. Oh, was ist das? Ein Gummi. Ah, also, ich glaube, was der Sam da erzählt hat, das kann ich schon nachvollziehen. Wenn man immer alleine zu Hause ist und ganz alleine spielen muss und überhaupt kein anderer da ist, dann macht es einfach auch keinen Spaß. Und dann ist man auch so alleine und man kommt einfach, das ist ein bisschen wie wenn das Pferd hier ganz alleine dasteht und keine Freunde hat. Und einfach keiner mit dem Pferd spielen möchte. Und was soll man da, ja, das Pferd ist natürlich traurig und es kommt natürlich nicht durch. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wären alle Menschen ganz alleine und jeder müsste so für sich alleine hinbauen mit Lego und jeder müsste sein eigenes Leben so ganz alleine nur für sich leben und keiner hat irgendeine Hilfe. Keiner kann irgendwie sagen, ja Gott gibt's ja dann gar nicht. So ist es doch dann. Aber so, wenn es jetzt Gott gibt, dann ist es ja wirklich cool, weil dann ist das Pferd nicht alleine, ich bin auch nicht alleine und alle anderen sind auch nicht alleine und dann weiß man immer, selbst wenn ich jetzt alleine hier zu Hause in meinem Zimmerchen rumsitze und alleine spielen muss, habe ich ja trotzdem Jesus da. Wie cool ist denn das eigentlich? Und das macht das echt richtig Laune. Deswegen freue ich mich, dass Jesus da gekommen ist und dass wir zusammen jetzt hier Lego bauen können. Ich baue jetzt mit Jesus ein bisschen Lego. Ja. Jesus, was willst du denn machen? Jesus, hast du irgendwie eine Idee, was ich jetzt bauen könnte? So einfach ein Auto, ein Haus oder... Also ich kann ziemlich gut Motorräder bauen, wie du siehst. Ziemlich cool. Aber vielleicht hast du eine Idee, was ich noch bauen könnte. Ich habe gedacht, bei dem nächsten Lied, da bleibe ich mal so richtig schön gemütlich sitzen, weil ihr sitzt ja auch auf dem Sofa. Ihr macht es euch ja auch ganz gemütlich und meistens steht ihr ja doch nicht auf zum Singen. Ich weiß das und ich sitze doch auch lieber. Aber beim nächsten Lied, da mache ich die Bewegungen einfach mal im Sitzen. So machen wir es. Aber ich bin richtig begeistert von dem nächsten Lied, was wir jetzt singen. Da haben so viele mitgemacht. Die haben so viele sich reingehängt und haben mir Videos geschickt und Tonaufnahmen, damit ich alles zusammenbauen kann. Zum Beispiel die Sophia. Die ist mit im Boot. Dann ist der Sam mit im Boot. Richtig cool, dass du dabei bist. Mega. Und dann aber noch ganz viele andere. Die Christina, die Luisa, die Hanna, die Susanna, die Sophia, hatte ich schon gesagt, und der Joel. Und wir haben zusammen ein Musikstück gemacht. Das zeigen wir euch jetzt. Singt einfach mit, wenn ihr Lust habt. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Fürs Herr der ganzen Welt, darum mach dich auf den Weg. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich und mich. Für die Schuld der ganzen Welt machte er sich auf den Weg, starb am Kreuz, damit wir leben. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich.
Jesus starb für dich und mich. Jesus starb für dich. Jesus starb für dich. Jesus starb für uns als Retter und Herr. Jesus starb für dich. Jesus starb für mich. Jesus starb für dich und mich. Das war schon wieder die Kinderstunde am Karfreitag. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, dass ich in 2 Tagen schon wieder einen neuen Clip online stelle und ihr dürft wieder reinschalten. Bis Sonntag also, würde ich mal sagen. Ich freue mich auch über jede Rückmeldung, die ihr gebt. Wenn ihr mir schreibt oder eure Eltern sagt, schreibt mal dem Sam, es war super, oder ich habe diesen einen Gedanken mitgenommen, da freue ich mich riesig drüber. Oder auch, wenn es natürlich was gibt, wo ihr sagt, das kannst du nochmal bringen, da fehlt noch was. Vielen Dank für eure E-Mails. Und jetzt bleibt am Schluss nur zu sagen, ich möchte noch ein Gebet sprechen und möchte euch zusprechen, dass Jesus mit euch geht. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit und ich möchte dich bitten, dass du mit jedem Einzelnen gehst, der jetzt diesen Clip angeschaut hat, diesen Film. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Freitag, diesen Karfreitag für uns nochmal ganz neu erleben lässt, dass wir merken und spüren, was du für uns getan hast. Amen.